Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis, der Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Knipso, die Spiele gleichen sich auch heute wieder. Mehr Ballbesitz, mehr Situationen am gegnerischen Strafraum, am Ende kein Tor. Warum? Warum? Weil wir vorne im 16er nicht konsequent genug den letzten Willen gezeigt haben, um den Ball irgendwie reinzudrücken. Ich glaube, es waren genügend Chancen da, aber aktuell fällt es uns einfach schwer und wir kriegen die Kugel nicht rein und dann kann es natürlich auch kein Spiel gewinnen. Heute haben wir das Tor getroffen, was uns das letzte Spiel ein bisschen gefehlt hat. Den Schuss von Gogi hält Brinkis super, dann den Schuss von Paul aus dem Rückraum hält er super. Ich habe noch ein, zwei Aktionen in der Box, im letzten Moment nochmal vorne weggeklaut, immer Fuß irgendwie dazwischen bekommen, rumgedreht, dann immer irgendwie was dazwischen gewesen. Ja, es tut unfassbar weh. Ich glaube, das sieht man auch, dass jetzt wir probieren und das ist einfach momentan scheiße. Ist das im Moment Pech oder fehlt da vielleicht auch hier und da ein bisschen Selbstvertrauen, um dann die richtige Entscheidung zu treffen in vielen Situationen? Nee, kein Pech, aber es ist halt einfach zurzeit die letzte Konsequenz, die fehlt uns irgendwie. Also die letzte Durchschlagskraft, der letzte Punch. Und da müssen wir jetzt einfach weiter daran arbeiten, weiter daran glauben, weil wir kennen es, wir wissen es. Ich weiß es, dass die Jungs das können, dass wir das können, aber gerade fehlt es so ein bisschen. Und da müssen wir jetzt einfach müssen uns da rausboxen. Seid ihr heute auch ein bisschen am gegnerischen Torhüter verzweifelt, der einige Bälle auch gut pariert hat, auch einen Schuss von dir gut rausgekratzt hat? Ja, das hat halt einen guten Tag erwischt heute und hat es nicht so geklappt heute, dass da irgendwie ein Ball abgefälscht ist oder so und Richtung Tor oder halt, dass er da irgendwie immer eine Hand da dran hatte, war schon verzweifelnd, ja. Du hattest in der Schlussphase eine Situation, wo du am Fünfer den Ball bekommst mit dem Rücken zum Tor, dann dich drehst, abschließt, wäre da vielleicht die Ablage auf Haupe die bessere Option gewesen im Nachhinein? In dem Moment, ich habe die Situation noch nicht gesehen. Ich habe weder was gehört, noch dass er da gewesen ist. Das höre ich jetzt gerade das erste Mal. Natürlich, es sind viele Situationen, aber das sind die Situationen, die ich hier oft im Spiel habe zum Lösen. Und meines Erachtens macht er das lange Eck, dann will er zumachen. Und ich will hinten vorbeischießen. Ich schieße ihn, glaube ich, hinten gegen die Wade. Und das ist das, was ich meine. So, wenn der da durchgeht, hat Torwart auch keine Chance mehr. Schon viele von den Situationen so reingemacht. Wenn er nicht drin ist, ist es in dem Moment die falsche Entscheidung und das Falsche gemacht. Es gab eine Situation, wo Haupe im Strafraum zu Boden gegangen ist. Du warst relativ nah dran. Hast du da was gesehen? War das vielleicht ein Foulspiel eventuell? Ich habe es gesehen. Also ich glaube, dass der Ball lang weg war, wo er ihn dann trifft. Ich spiele ihm den Ball rein. Haupe macht einen super Laufweg. Also ich habe es noch nicht gesehen, wie gesagt, aber ich kann mir vorstellen, dass man es pfeifen kann. Ihr musstet dreimal verletzungsbedingt wechseln. Die Liste der Ausfälle wird immer länger. Passt das gerade so zur Situation? Es ist im Fußball normal. Also man verletzt sich der andere, der eine oder der andere. Das gehört dazu. Wir haben ja genug, wir haben einen großen Kader, wir haben eine gute Qualität. Das ist Teil des Jobs. Ein Wort noch an die Fans, die heute hier lautstark euch unterstützt haben. Ja, ist natürlich immer wieder Wahnsinn. Ne? Wir wollen endlich was zurückgeben. Wir probieren alles und werden Vollgas geben. Eine Chance gibt es dazu noch in diesem Jahr, am Mittwoch in Plauen im Pokal. Wie bereitet ihr euch jetzt da vor und wie kriegt ihr jetzt einfach wieder eine positive Stimmung rein? Ja, wir müssen von Spiel zu Spiel schauen, dass wir die Fehler aufarbeiten, dass wir das, was wir nicht gut gemacht haben, das war im letzten Drittel, den Ball reinzudrücken. Das müssen wir schauen, dass wir das gegen Plauen auf jeden Fall besser machen, dass wir da im Pokal auf jeden Fall weiterkommen. Und wir müssen regenerieren. Wir hatten jetzt in einer Woche drei Spiele und müssen schauen, dass wir schnell wieder zu Kräften kommen, um dann auch dafür fit genug zu sein. Natürlich sind wir heute alle enttäuscht. Ich glaube, wenn heute irgendeiner hier glücklich wäre, dann ist er am falschen Ort. Wir wollten einfach für uns heute dieses Spiel unbedingt gewinnen, um einfach mit einem guten Gefühl, wie gesagt, in die Meisterschaftspause zu gehen. Das ist uns noch nicht gelungen und das müssen wir uns ankreiden. Und das tut heute natürlich nochmal extrem weh. Aber ab morgen muss Fokus sein auf Plauen, weil wir können dieses Spiel nicht mehr zurückholen. Wir haben jetzt am Mittwoch nochmal eine Chance, das besser zu machen. Und da gibt es auch wirklich gar keine Ausrede. Danke.